Die Abendvisite ist Business TV in Kooperation mit dem Klinikum Ingolstadt, das Schwerpunktkrankenhaus der Region. Ich komme aus einem kleinen Dorf, das heißt Hochneukirch. Das ist zwischen Grevenbruch, Mönchengladbach, Düsseldorf, da in der Ecke. Also ich habe angefangen in Düsseldorf zu studieren, habe da auch 5 Semester studiert. Das war meine Wunschuni zu der Zeit. Und genau, jetzt wegen der Liebe bin ich dann nach Erlangen gewechselt, dann später. Und so komme ich jetzt eigentlich letztendlich auch hier nach Ingolstadt. Morgen um 8 komme ich halt hier an. Dann bespreche ich mich erst mit meiner Stationsärztin, was es so Neues gibt. Dann nehme ich Blut ab oder wenn ein neuer Zugang kommt, dann lege ich eine Nadel oder mache eine BGA. Und dann machen wir Visite und danach schreiben wir eigentlich die Briefe für denjenigen, der nach Hause kommt, und dann ist eigentlich immer Mittagsbesprechung. Ich kann mich erinnern, schon als Kind, ich habe letztens so ein kleines Buch wiedergefunden, das war so ein Freundschaftsbuch, was man in der vierten Klasse, zweite, dritte, vierte Klasse in der Grundschule hatte. Und da stand dann tatsächlich drin, was ich später mal werden will. Und ich habe da schon Ärztin reingeschrieben. Also es war irgendwie immer präsent in meinem Kopf. Ich wollte es eigentlich schon immer, seit ich klein bin, werden. Und ich hatte dann zwischendurch immer mal wieder, dann hat man so Phasen, und ja, ist es doch das Richtige oder so. Aber eigentlich wollte ich das schon seit der Grundschule, also seit immer eigentlich. Meine Mutter ist auch so ein bisschen medizinisch angehaucht, die ist auch Rettungsdienst gefahren. Von der habe ich das immer ein bisschen mitbekommen. Mein Papa ist in der Medizintechnik irgendwie tätig. Dann hat das irgendwie, weiß nicht, ich habe dann irgendwie viel über Medizin mitbekommen und fand das eigentlich schon immer super interessant. Guten Morgen! 23.07, ja. Wo sind denn die Blutabnahmen? Die brauche ich. Das weiß ich nicht. Ist die Dings schon los mit den Blutabnahmen? Ja. Oh, da muss ich mich beeilen. Ja, das ist schon aufregend. Also das ist einfach nochmal was anderes, als wenn man eine Formulatur macht. Einfach weil man auch nochmal mit dem Studium eigentlich fertig ist. Man weiß dann eigentlich auch wieder nochmal mehr. Und das ist, hat sich, also ich fand's toll. Also es ist einfach, man merkt dann halt wieder, deswegen habe ich das alles eigentlich gemacht. Also um diesen Patientenkontakt zu haben und dann zu sehen, okay, ich begleite den Patienten jetzt von Punkt 1 bis halt wir mit den Untersuchungen fertig sind, gegebenenfalls halt dann auch was herausgefunden haben, dem Patienten helfen konnten und dann halt auch oftmals diesen Unterschied zu sehen, wie sind die Patienten gekommen und wie entlassen wir die Patienten wieder, fand ich, ist super, ja. Dass ich dir dein Bett nicht so dreckig mache wieder. Das ist in Ordnung. Gut jetzt. Warum sie gekommen sind, kurz auf die Lunge hören, auf das Herz nochmal drauf hören, dass wir das einfach alles nochmal da haben bei uns. Wir sind ja von der 48 gekommen, ne? Schon gelesen gerade eben. Wie geht's Ihnen jetzt? Ja, gut. Auch mit der Atmung keine Probleme? Ja, passt. Ist besser geworden, oder? Seit 1,5 Monaten ist Sanja Müller am Klinikum Ingolstadt. Hier absolviert die 24-jährige Medizinstudentin ein sogenanntes praktisches Jahr, der letzte Teil des Medizinstudiums. Da kommt doch was. Heute wartet auf die angehende Ärztin ein Neuzugang. Ein Mann, der nach einer Lungenembolie von der Intensivstation auf Station 58 die Kardiologie gekommen ist. Lungenembolie, das heißt, dass bei dem Patienten zwei große Arterien, die Blut aus dem Herzen in die Lunge leiten, verschlossen waren. Die Atemnot kam bei ihm plötzlich, bei der Arbeit am Computer. Diese hautnahe Begegnung und das intensive Gespräch mit dem Patienten bedeutet der jungen Frau viel, gerade nachdem sie das theoretische Studium mit Büchern und Vorlesungen hinter sich gelassen hat. Das ist mir super wichtig. Das steht, also für mich, finde ich, steht das immer an erster Stelle, weil gerade jetzt so im aktuellen Klinik, in der aktuellen Klinik, wie es halt eben so ist, da ist es halt oft so, dass der Patientenkontakt auch hin und wieder zu kurz kommt, weil man halt einfach so viele schriftliche Sachen hat, die man erledigen muss. Und ich finde den Patientenkontakt eigentlich immer am wichtigsten, dass man schaut, warum ist der Patient da, auch eine gründlich durchgeführte Anamnese bringt einem einfach so viel mehr Informationen und so viel mehr Wissen, als wenn man das irgendwie
irgendwo abliest oder sich darauf verlässt, was der Kollege geschrieben hat oder so. Deswegen, wir machen das ja eigentlich immer nochmal persönlich, nochmal doppelt. Und mir ist das super wichtig. Also das ist auch der Grund, warum ich eigentlich Medizin studiert habe, damit ich halt mit den Patienten das machen kann. Die Atemnot, ist die unter Belastung aufgetreten oder was haben Sie da gerade gemacht, dass Sie die Atemnot verspürt haben? Oder war das im Schlaf, war das in Ruhe? Zuhören, genau hinsehen und die richtigen Fragen stellen. Das ist die Kunst der Anamnese. Es geht für die Mediziner darum, möglichst viel über die Krankheitsgeschichte ihres Patienten herauszufinden. Ebenso wichtig wie die körperlichen Untersuchungen. Und dann haben Sie den Notarzt gerufen und die haben dann diese beidseitige Lungenarterienembolie diagnostiziert und dann waren Sie auf der 48. Okay. Das praktische Jahr ist das erste Mal in der Ausbildung angehender Ärzte, wo sie im Klinikalltag richtig in einem Team mitarbeiten. Sie sind natürlich während des Studiums sehr gut in der Theorie ausgebildet, aber auch schon mit praktischer Erfahrung ausgestattet. Mittlerweile wird während dem Studium auch Blutabnahmen gelehrt und letztendlich bringen diese jungen Kollegen sehr viel Fachwissen mit. Sie bringen letztendlich Untersuchungsskills mit, wird das Neudeutsch heutzutage genannt, und letztendlich führen auch ausführliche Anamnesen bei den Patienten durch. Das sind die Lungengrenzen. Dankeschön. Dann jetzt mal werde ich abhören. Da würde ich Sie bitten, ganz, ganz tief durch den offenen Mund ein- und auszuatmen. Das praktische Jahr unterteilt sich in drei sogenannte Tertiale. Zwei davon auf der inneren Medizin und der Chirurgie sind Pflicht. Im dritten Teil können sich die angehenden Mediziner einen Fachbereich aussuchen. Das Klinikum Ingolstadt bietet PJ-Stellen auch in den Bereichen Anästhesie, Urologie, Psychiatrie, Neurologie und Radiologie. Was für Geräusch, genau, dann würde ich jetzt einmal das Herz nochmal abhören. Erfahrene Ärzte betreuen die jungen Kolleginnen und Kollegen dabei, das im Studium erlernte Fachwissen in die Praxis umzusetzen. Professor Seidel hat schon einige ehemalige PJ-Studenten als Assistenzärzte angeworben. Letztendlich sind wir ja Lehrkrankenhaus der LMU, der Uni in München. Und letztendlich hat jeder PJ-Student deutschlandweit ein Wahlrecht und kann sich für bestimmte Kliniken bewerben. Und wir sind immer froh, letztendlich viele dieser PJler zu bekommen, weil sie A, zum einen die Klinik kennenlernen, wir die PJler kennenlernen und damit natürlich auch ein Rekrutierungspotenzial für unsere späteren Mitarbeiter haben. Zum Alltag der Ärzte und Studenten gehört neben Untersuchungen und Behandlungen auch Schreibarbeit. Ich habe meine Stationsärztin immer bei mir an meiner Seite. Wir besprechen alles immer zusammen. Und wenn ich halt irgendwas nicht schaffe oder so, dann kommt sie her, dann zeigt sie mir das nochmal. Es gibt halt so Tipps, die man halt einfach nur kann, wenn man das halt in der Praxis macht. Das sind so Kleinigkeiten, die ich halt einfach noch nicht weiß, die sie mir dann halt auch zeigt. Die Oberärzte kommen immer und zeigen einem Sachen und das ist auch theoretisch lernt man auch sehr viel. Den Oberarzt, den wir eben getroffen haben, der erklärt immer wahnsinnig viel und das ist super interessant. Und ich finde gerade Kardiologie ist einfach so was Wichtiges, was eigentlich jeder zumindest miterleben und auch ein bisschen was drüber lernen sollte, weil es einfach so ein Herz auskultieren und dann wirklich erkennen, ja okay, da stimmt jetzt eventuell was nicht, ist einfach egal welche Richtung man später macht, ist einfach immer wichtig, finde ich. Und deswegen hilft mir das total. Also es sind wertvolle Erfahrungen, die ich hier sammle, auf jeden Fall. Wichtig für die PJler ist es im Grunde genommen, eine gute Ausbildung, die guten ersten Schritte zu bekommen für den Klinikalltag, weil jeder nach dem Studium doch sicher sehr nervös ist, wenn er dann eigenverantwortlich für die Patienten zuständig ist. Und da ist das PJ eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Auch die Gespräche mit Ihrer Assistenzärztin und mit dem Oberarzt drehen sich heute Vormittag oft um den neuen Patienten.
Wenn die angehenden Ärztinnen und Ärzte ins praktische Jahr starten, haben sie bereits 10 Semester theoretisches Studium und eine schriftliche Prüfung hinter sich. Das heißt, sie haben schon viele der Fähigkeiten, die sie brauchen, zumindest theoretisch gelernt. Die PJler sind zwar auf Station eine große Hilfe, weil sie zum Beispiel Blut abnehmen, Untersuchungen durchführen oder auch Arztbriefe für eine Entlassung verfassen. Aber das geschieht alles noch unter Aufsicht. Richtige Verantwortung bekommen die angehenden Damen und Herren Doktoren erst, wenn sie nach dem praktischen Jahr eine mündliche praktische Prüfung an der Uni bestehen. Trotzdem begrüßt so mancher Patient Sanja Müller auch mal mit einem "Guten Morgen, Frau Doktor". Hallo. Das kommt schon öfters mal vor. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, bei vielen Patienten auch einfach automatisch so. Aber ich sage dann, ich bin noch BJ-Studentin, das kommt dann hoffentlich bald noch. Aber es kommt schon öfters vor, gerade so die älteren Omis und Opis, die kennen das halt auch, glaube ich, von früher einfach so, dass man immer, wenn jemand mit weißem Kittel kommt, Frau Doktor oder Herr Doktor sagt. Und das ist dann, aber es ist immer, ich fühle mich dann immer geehrt, das ist immer eine witzige Erfahrung eigentlich. Das praktische Jahr soll den Studentinnen und Studenten auch bei der Entscheidung helfen, welche medizinische Fachrichtung sie anschließend einschlagen wollen. Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen anders als meine Mitstudenten noch. Die haben alle schon so ganz klare Vorstellungen, was sie später mal werden möchten. Ich muss sagen, das ist bei mir irgendwie noch nicht so. Ich habe ein paar Sachen, die ich sicher ausschließe. Ich habe einige Sachen, die ich super interessant finde. Dazu gehört auch innere Kardiologie, sowas, Allgemeinmedizin. Aber ich habe mich jetzt noch nicht fest auf eine Sache irgendwie verankert. Ich mache jetzt mein PJ und denke, dass ich da halt noch Erfahrungen sammle und dass ich dann dementsprechend dann am Ende, glaube ich, eine gute Entscheidung treffe, was ich machen mag. Doch auch für diese Entscheidung hat Sanja Müller noch Zeit. Sie wird noch weitere 10 Monate im Klinikum sein, 1,5 davon noch auf der Inneren Medizin 1 bei Professor Karl-Heinz Seidel. Also letztendlich sehe ich sie vorwiegend, wenn sie zum Beispiel zu den komplexen Untersuchungen wie Herzkatheteruntersuchungen kommen und das Interesse haben, dann können die gerne mit auch an den Kathetertisch gehen, um einfach mal zu sehen, wie das hautnah abläuft. Da sehe ich sie und natürlich bei den Visiten auf Station, die sie ja mitbegleiten und auch Patienten vorstellen und tagtäglich in unserer Mittagsbesprechung, wo auch die jungen Studentinnen und Studenten ihre Patienten vorstellen. Chefarzt, Oberärzte, Assistenzärzte und Studenten besprechen kurz die Diagnosen und erörtern Behandlungsmöglichkeiten, auch für Sanjas Patienten mit der Embolie. Und nach der Mittagsbesprechung machen wir dann halt alles, was auf Station noch anfällt. Das ist halt immer genau, entweder jemanden untersuchen, klinische Untersuchungen durchführen, Befunde anschauen, was natürlich wichtig ist und dann einfach planen, wie gehen wir weiter vor, was müssen wir bei dem Patienten noch alles machen, genau. Immer halt in Zusammenarbeit mit meiner Stationsärztin. Offiziell bis 16 Uhr, aber meistens sind wir bis 17 Uhr eigentlich da, ja. Ja. Die Aussichten nach dem praktischen Jahr sind für angehende Medizinerinnen und Mediziner gut. Gerade Kliniken außerhalb der Ballungszentren suchen oft lange nach Assistenzärztinnen oder Assistenzärzten. Und auch die Jobchancen für Fachärzte und Allgemeinmediziner sind vor allem auf dem Land gut. So manche Region in Deutschland ist, was die Zahl der Arztpraxen angeht, regelrecht ausgeblutet. Sanja Müller macht heute einmal pünktlich Feierabend. Die angehende Ärztin verzichtet darauf, noch an der Auswertung eines Langzeit-EKG mitzuwirken. Vielleicht auch, weil heute das Kamerateam der Abendvisite dabei ist und sie auf Schritt und Tritt begleiten durfte. Ja, mein Tag ist jetzt auch zu Ende. Ich bin zufrieden. Wir hatten 2 erfolgreiche Kardioversionen. Wir konnten einige Patienten in einem guten Allgemeinzustand wieder nach Hause entlassen und war ein toller Tag. Nimmst du so irgendwie so Geschichten vom Tag manchmal mit nach Hause? Ja, da muss ich tatsächlich schon noch ein bisschen dran arbeiten. Ich bin eigentlich so, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Wir hatten erst letzte Woche einen Fall, der mich selber sehr berührt hat und wo ich auch zu Hause öfters drüber nachgedacht habe. Aber ich versuche dann immer zu Hause abzuschalten und quasi, wenn ich rausgehe, das Haus verlasse, das auch irgendwie, aber klar, emotional nimmt einen sowas immer mit und da, das ist einfach, ich weiß nicht, man sollte auch nicht zu abgestumpft sein. Ich finde so ein bisschen, dass man das ein bisschen, man sollte sich natürlich nicht zu sehr an sich ranlassen, aber ich finde, dass man so ein bisschen Empathie zeigt und da
ich weiß nicht, ich finde es auch irgendwie gut, dass einen das emotional noch mitnimmt. Ich möchte jetzt auf jeden Fall nicht zu abgestumpft wirken. Irgendwann gibt es ja auch so Ärzte, aber genau. Zu sehr ist natürlich auch nicht gut. Dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Feierabend. Dankeschön, werde ich haben. Tschüss!